Die staatliche Münzsammlung München geht in ihren Anfängen auf die Schatz- und Kunstkammer Herzog Albrechts V. von Bayern zurück. Sie ist damit eine der ältesten Sammlungen von Münzen, Medaillen und Geldzeichen in Europa. Zeitweise war sie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften unterstellt. Franz Ignaz von Streber und sein Neffe Ignaz Streber, beides Konservatoren und Akademiemitglieder, erwarben sich nachhaltige wissenschaftliche Verdienste. Sie publizierten im Rahmen von Akademieschriften wegweisende Studien. Die Münzsammlung beherbergt heute rund 300.000 kostbare Objekte, auch der Kleinkunst.